Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Monika Thoma, eure Gastgeberin beim Leading Ladies Business Summit. Und heute darf ich euch zu einer besonderen Veranstaltung begrüßen, nämlich zu einer Ausgabe des Pop-up Perspektiven Buchclubs mit Simone Naumann, Inhaberin der Smart Fotoschule in München. Hallo, liebe Simone. Hallo. Servus, servus. Simone ist Referentin beim Leading Ladies Business Summit und ich habe mir gedacht, ich frage doch mal die Autorinnen unter den Referentinnen, ob sie nicht einmal zu einem inspirierenden, ja, zu einer Online-Lesung kommen. Die meisten haben gesagt, habe ich noch nie gemacht, weiß ich gar nicht genau, wie das geht, aber ich probiere es einfach mal aus. Das sind halt einfach Frauen, die sich auch ein bisschen was trauen. Perspektivenbuchclub. Warum Perspektivenbuchclub? Weil wir natürlich gerade in einer stressigen Situation stecken, alle miteinander. Aber wir müssen darauf achten, dass wir hier unsere Perspektive weiten auf das, was in Zukunft kommt. Dass wir jetzt nicht nur akute Krisenbewältigung, sondern auch schon mal so ein bisschen den Weitblick haben für die Zukunft. Das war so der Gedanke. Kleine, feine Runde. 5 Autorinnen sind dabei. Heute die Simone Naumann. So, lange, lange Vorrede, liebe Simone. Ich freue mich sehr, dass wir heute über dein Buch sprechen, Fotografie mit dem Smartphone. Das ist ja relativ frisch rausgekommen, letzten Spätherbst, und ist ja mittlerweile schon nachgedruckt. Also da gab es ja offensichtlich einen Riesenerfolg für dieses Buch, oder? Ja, das Buch wurde produziert, so sieht es aus. Ist übrigens auch hier im Atelier gemacht, das Foto. Oh, wow. Wurde herausgegeben vom D-Punkt Verlag. Viele kennen ihn vielleicht. Das ist ein sehr Verlag, der unheimlich viele schöne, professionelle Fotobücher rausgibt. Zum Anschauen, zum Lernen, für Hobbyfotografen, für professionelle Fotografen. Und jetzt haben sie gesagt, wir machen jetzt mal ein Smart-Fotobuch, wir nehmen das Thema an. Und das hat mich wahnsinnig gefreut, weil es nämlich auch eine andere Zielgruppe erreicht, weil es auch nicht nur für Leute ist, die immer eine Spiegelreflexkamera in der Hand haben, sondern auch für jedermann eigentlich, weil wir fotografieren ja alle mit der schnellsten, besten Kamera der Welt in unserer Hosentasche. Und dafür ist das Buch geschrieben. Im Februar war ich auf einer Fotomesse in Hamburg und da hat mir der Lektor, der Boris, hallo, mit dem ich super gut zusammengearbeitet, auch gesagt, Mensch, wir drucken das jetzt nach, die sind schon verkauft. Und das hat mich wahnsinnig gefreut, dass es auch in dem Verlag auch eine andere Zielgruppe erreicht hat, als wie der Verlag immer bedient. Mhm. Ja, war klasse. Ja, Glückwunsch dafür. Im richtigen Weg. Absolut, absolut. Herzlichen Glückwunsch. Ja, weil ein Buch zu schreiben ist ja durchaus ein aufwendiges Unterfangen. Magst du da vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, Simone? Ja, das erste. Wie kommt man überhaupt drauf? Sorry. Wie bist du überhaupt drauf gekommen, dieses Buch zu schreiben? Es ist ja immer, bei mir ist es natürlich auch das Netzwerken gewesen. Ich kenne jemanden, den ich jemand kenne. Und mein allererstes Buch habe ich mit einer Kollegin in Leipzig geschrieben, von Francis Verlag. Da habe ich zufällig hier liegen Bilder, die verkaufen für Online-Workshops. Mhm. Ist jetzt aber auch für Smartphone-Fotografen natürlich gut anwendbar. Wie bin ich dazu gekommen? Weil ich jemanden kenne, der jemanden kennt, der gesagt hat, du, ich würde das machen, hast du Ahnung von Produktfotografie, wollen wir es zusammen machen. Und so bin ich damals zum Francis Verlag gekommen und da muss ich auch echt ein Lob aussprechen. Der Francis Verlag ist der erste Verlag gewesen, der gesagt hat, wir machen hier Smartphone-Bücher über Smartphone-Fotografie, wo das wirklich eigentlich noch nicht das Thema war. Und so habe ich mit meinem Kollegen Ulrich Dorn, ich muss jetzt mal überlegen, 3 Bücher zusammengeschrieben über Smartphone-Fotografie. Und im letzten Jahr kam halt dann der D-Punkt Verlag und hat gesagt, das ist ein interessantes Thema, wir wollen jetzt den Faden aufgreifen und hättest du Lust? Und da ist das Buch, das ich dann alleine geschrieben habe. Wie kommt man dazu? Netzwerk, wie schreibt man ein Buch? Natürlich in der Vorbereitung, man macht sich ein Clustering, man sammelt die Themen. Bei mir ist es allerdings ein Stück einfacher. Ich bin da wirklich auch privilegiert, weil meine Fotos ja auch schon thematisch sortiert sind. Bilder für Langzeitbelichtung,
Bilder mit Perspektivenwechsel, Bilder für verschiedene Formate. Und so hange ich mich dann auch visuell an die Themen durch und mache dann die Texte dazu. Das ist schon einfach für mich. Okay, also das Buch zu schreiben, das scheint mir ja jetzt durchaus eine komplexe Materie zu sein. Allein die Begriffe, die du jetzt gerade gesagt hast, also ich selber weiß ja noch früher Fotoapparat, ne, und dann Film, und dann hat man immer überlegt, mache ich denn jetzt ein Foto? Ne, weil man hatte ja nur 36 Bilder oder 24 oder Gott weiß wie viel. Das hat sich ja komplett verändert. Das ist ja heute eigentlich, ich mache mal zur Sicherheit 10 Fotos. Eins wird schon in Ordnung sein. Das ist ja auch gut, wenn ich, sagen wir mal, das als Hobby habe oder einfach mal so Lust habe zu fotografieren. Aber unsere Zuschauerinnen sind ja Unternehmerinnen, Unternehmer, selbstständige Personen. Was möchtest du denn uns ans Herz legen, wenn wir jetzt auf dein Buch schauen, wenn wir vielleicht insgesamt auf das Thema Fotos mit dem Smartphone gucken? Da kann ich euch was ganz Aktuelles mit hier ans Herz legen und mitnehmen. Ich hatte heute Morgen mit einem wunderbaren Frauennetzwerk den zweiten Teil eines Video-Workshops, die ich ja auch hier gebe in der Schule, Videodreh mit dem Smartphone. Und auch da war wieder das Ergebnis, mach es einfach, tu es. Einfach machen. Du brauchst Begeisterung für das, was du tust. Und auch mit Begeisterung und der Neugierde daran habe ich mich Stück für Stück an dieses Thema rangewagt. Und ganz ehrlich, ich habe es eigentlich auch mit meinen Enkelkindern gelernt. Wir sind mit dem Handy in den Wald gegangen und haben experimentiert. Natürlich hast du als Unternehmerin nicht die Zeit dafür, ständig zu experimentieren oder zu üben. Aber man kann dieses Thema auch wunderbar in ein Familienevent integrieren. Das machen jetzt ganz viele Mamas, die jetzt zu Hause sitzen mit ihren Kindern, die jetzt aus unserem Video-Workshop jetzt mit Ideen gegangen sind, das probiere ich halt mit meinen Kindern aus. Mhm. Auch mein erstes Video, was ich gemacht habe, war mit meinen Enkelkindern. Wir haben ein richtiges Drehbuch gemacht über die Katze. Also einfach zu gucken, was brauche ich denn und kann ich denn das vielleicht nutzen, auch mit der Familie, dass man sich die Zeit nie extra rausschneiden muss. Durchs Tun, aber auch gemeinsam etwas machen, vielleicht auch in Fotobox oder in Workshops, um sich gegenseitig Inspiration zu holen, weil die Kamera ist natürlich nicht das, die das Foto alleine macht, sondern auch unser Auge, unser Wissen. Und die meisten Unternehmerinnen, die ich kenne, die auch zu uns in die Workshops kommen, die sind alle kreativ und die wissen genau, wie sie ihre Fotos gestalten, wie ihre Bildsprache aussieht. Und mit der Technik dazu entstehen da wirklich wunderbare visuelle Stories. Mhm. Aber der erste Punkt ist, zeig mir mal, wie das geht. Funktioniert nur von, ach cool, das mache ich jetzt auch. Dass man ein bisschen Begeisterung und Interesse auch hat. Natürlich, wie eigentlich bei allen Dingen, die wir im Leben tun. Mhm. Ja, und wie immer im Leben gilt, wenn man eine Anleitung hat, dann tut man sich leichter beim Ausprobieren, weil man sich einfach Zeit spart. Und ich denke, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal gemeinsam in dein Buch reinzugucken. Vielleicht magst du uns eine Sequenz schenken jetzt und dann können wir da daraufhin weitersprechen. Ja, es ist natürlich ein Sachbuch und ich habe da eine Weile überlegt. Ich möchte ganz kurz mal erzählen, was so inhaltlich drin ist, damit auch ihr alle so ein bisschen wisst, was kann denn überhaupt ein Handy? Okay, gut. Im Prinzip auch das, was eine Spiegelreflexkamera kann. Wow. Du kannst mit einer großen Entfernung einen ganzen Raum aufnehmen. Man kann ganz, ganz nah rangehen, in ein Detail gehen. Wir können mit unterschiedlichen Licht arbeiten, hell, dunkel. Wir können Kontraste selber regeln. Das macht man auch in der Bildbearbeitung, aber auch hinterher vorher schon das Licht einstellen. Wir können Bewegung fotografieren, was ganz cool ist. Ne? Bewegungsunschärfe, Bewegung festhalten, mache ich ganz oft. Auch mit, ich suche mal ein Beispiel, das ich euch auch ein Foto zeige. Das mache ich oft auch bei Gruppenfotos zum Beispiel. Die fotografiere ich immer mit Bewegungen. Könnt ihr das gut sehen? Ja. Aber das ist mit dem Handy gemacht, ne? Und wow. Das ist wirklich
Die haben sich bewegt, die haben Sachen getauscht, damit auch in den Teamfoto ein bisschen Action reinkommt. Das geht auch mit dem Handy, indem man auf dem Auslöser bleibt mit dem Finger und dann hat man mit einer ganz kurzen Belichtungszeit gigantisch viele Fotos und die kannst du dann am Ende aussortieren, das Foto, was du möchtest. Also von daher, es ist das gleiche Ergebnis, du musst nur andere Wege machen und das ist in dem Buch gut beschrieben. Eine Aufgabe, die ich auch gerne bei uns in den Workshops gebe, ist immer die Take-It-Home-Message. Erzähl mir bitte, wenn du das Buch gelesen hast oder wenn du den Workshop besucht hast, wie ist dieses Foto gemacht worden? Weil er rennt vom Wohnzimmer in den Garten und er springt. Ne? Er ist mitten im Sprung mit dem Handy, mit dem iPhone 7 noch aufgenommen worden. Okay. Also das Beispiel, es ist alles möglich, das auch mit dem Smartphone zu machen. Was man natürlich braucht, ist Ideen, Kreativität und ein bisschen den fotografischen Blick, den man natürlich auch trainieren kann. Das ist wie, als wenn du ein Instrument spielst, umso mehr du übst und dich damit beschäftigst, umso mehr fließt das auch in deine Hände, in dein Können, in dein Unterbewusstsein. Plötzlich hört man Musik, plötzlich hört man die Fehler, die man auch vielleicht macht, wenn man sich vergreift. Und genauso ist es eigentlich auch mit der Fotografie. Darf ich da mal dazwischen fragen, Simone? Ist es ja, ne? überhaupt in Ordnung, wenn ich einfach so dazwischen frage? Ich habe es vorhin gemerkt, da habe ich dich unterbrochen. Super. Was ist ein fotografischer Blick? Wie merke ich, ob ich den fotografischen Blick habe oder nicht? Das merkst du an dem Feedback deiner Fans. Ah, okay. Das merkst du, ob deine Leute das Bild cool finden oder auch nicht. Okay. Würde ich jetzt, es gibt natürlich für Bildkompositionen auch Vorgaben, ne, wie man ein Bild einteilt mit der Drittelregelung, der goldene Schnitt. Es gibt Methoden, wie denk mal, wie wir lesen. Wir lesen von links nach rechts. Ein Diagramm ist aufbauend von links unten nach rechts oben, ist positiv. So kann man auch ein Bild gestalten. Ah ja, okay. Ja, zum Beispiel Linien, die im Bild sind, aufsteigen sind und nicht abfallen sind. Mhm. Das gilt genauso auch für Video. Das ist das Gleiche, wie du im Video das Bild gestaltest. Mhm. Man lernt mit der Zeit auch, wenn man Bewegung fotografiert, dass Bewegung Platz braucht. Bewegung ins Querformat und nicht ins Hochformat, wenn es eine Bewegung ist, die von rechts nach links oder andersrum geht. Hier zum Beispiel, das ist so mein Beispielbild mit ihm hier. Wenn ich ihn jetzt hier abschneide, seht ihr das? Dann ist er stagniert. Gebe ich der Bewegung Raum, hat man, das ist unser Unterbewusstsein, was da auch mitarbeitet. Und das finde ich so spannend in der Fotografie. Kannst du halt auch nicht zeigen und trotzdem eine Geschichte erzählen. Da werden wir nachher sicher noch mal drüber reden, über das Thema Storytelling, Geschichte erzählen. Also da bin ich schon gespannt drauf. Ich lese mal kurz das Kapitel vor, der fotografische Blick. Erstmal live, ich lese aus meinem Buch. Also, der fotografische Blick. Mit dem Fotografieren ist es so ähnlich wie mit der Beherrschung eines Instruments. Je mehr sie die Instrument spielen, umso besser werden Töne, Melodien gelingen und man wird ihnen gerne zuhören oder zuschauen. Mit unserer Hosentaschenkamera ist es heute noch viel einfacher, den fotografischen Blick zu üben. Ein Bild überrascht, wenn es nicht die offensichtlichen Motive zeigt, gerade gesagt habe, mit der Bewegung auch, sondern die der Fotograf in diesem Moment wahrgenommen hat. Das kann eine besondere Lichtstimmung sein auf dem Olympiaberg in München. Ah, okay. Auch starke oder ungewöhnliche Farbkontraste machen ihre... Das kann eine bestimmte Lichtstimmung sein. Es können spannende Linien sein. Auch starke oder ungewöhnliche Farbkontraste machen ihre Bilder zu etwas Besonderem.
Nutzen Sie jede Gelegenheit, sich umzuschauen, Ihren ganz speziellen fotografischen Blick zu trainieren und die besonderen Momente einzufangen. Besonders Profifotografen sind der Meinung, dass es viel wichtiger sei, den fotografischen Blick zu trainieren, als die Kameratechnik auswendig zu kennen. Dieser Blick kann trainiert werden. Sie lernen, das besondere Licht zu sehen, beschäftigen sich plötzlich mit Bildkomposition, Farbspielen und lernen, die Bedeutung von Schatten zu schätzen. Je mehr Sie Ihren Blick trainieren, jede freie Minute nutzen beim Spaziergang auf dem Heimweg oder einfach beim Warten auf dem Bus, umso automatischer wird Ihr Unterbewusstsein diese Aufgaben mehr und mehr übernehmen. Und ganz plötzlich nehmen Sie Ihre Umgebung wahr, ganz anders war und können viel schneller als andere interessante Motive erkennen. Das heißt auch eine Einladung zur Achtsamkeit. Ja. Ja, ich habe auch Bildbeispiele, so wenn ich warte auf irgendwas. Ich habe so ein Beispiel, ich saß auf einem Park in der Bank, weil ich da eine Stunde Pause hatte, ich musste warten und dann habe ich die Kamera rausgeholt und dann kam die Sonne. Also die Umgebung war schmutzig, die war nicht schön und wenn man sich so umschaut, denkt man, oh Gott, hier gibt es nichts zu fotografieren. Aber in dem Moment, als das Licht rauskam, habe ich halt die verrosteten Schrauben in der Bank fotografiert oder das aufgeplatzte Holz und bin dann herangegangen und habe dann eine richtig schöne Serie von Stillleben gemacht. Es ist wirklich die Achtsamkeit. Du lernst mit diesem fotografischen Blick deine Umgebung viel besser kennen. Ist es denn auch so, dass wir den Ausschnitt oder dass die Wahl des Ausschnitts auch dazu gehört? Ja, die Wahl des Ausschnittes und wo man seine Motive natürlich platziert. Beispiel, man lässt sich ja immer mit Bildern machen, seht die Jungs. Die Jungs rennen in diese Richtung. Ja. Na, hätte ich jetzt den Ausschnitt hier abgeschnitten, hätte hinten freigelassen, wäre es unlogisch. Ja. Diese Geschichte wäre nicht mehr stimmig. Es muss auch unser Auge geführt werden. Und da ist es richtig, dass man die Motive an die richtige Stelle platziert. Genau. Hier seht ihr es auch bei dieser Fahrradfahrerin in Fahrtrichtung. Sie braucht auch den Platz optisch, damit wir uns denken können, dass sie in Bewegung ist. Dass wir Bewegung für möglich halten einfach auch, gell? Ja. Das macht ja unser Unterbewusstsein, weil unser Auge kann die Funktion aller Sinnesorgane, die wir haben, eigentlich übernehmen. Weil wir nehmen über 80% Informationen über das Auge auf. Und das geht an unser Gehirn und da wird es umgewandelt. Das heißt, wir können mit unserem Auge auch riechen, wenn wir Essensbilder sehen. Denk mal an die Essensbilder, die Kochbilder, die Bilder in Kochbüchern. Hier läuft doch das Wasser im Mund zusammen. Jetzt schon, ja. Ich bin ja Foodie, ne? So, ich liebe es ja. Du kannst auch hören, Bilder. Ich habe Fotos als Beispiel, wo Frauen an einem Tisch sitzen und die haben so ein Speed-Dating. Du weißt genau, dort ist Krach auf diesen Bildern. Also all die Emotionen auch, die man visualisieren kann und die unser Auge aufnimmt, weil wir halt auch die Empfindung schon haben. Wir kennen es schon. Ich springe jetzt gerade für mich so zurück in die Jugend, in meine Jugend auf dem oberbayerischen Outback in den 70er Jahren oder in den 70er Jahren, wo man sich alle hingestellt hat oder die Familie hat sich hingestellt und dann wurde fotografiert. Ne? Und mir ist das jetzt nur gerade aufgefallen, was du jetzt erzählst, ist ja im Grunde ein lebendiges Aufzeichnen fast schon. Und nicht so, ich tue was Statisches hier dokumentieren und konservieren für die Zukunft. Ja, das ist cool, dass du das so sagst. Es ist eine Dokumentation damals gewesen, es ist richtig. Heute mit der Digitalisierung, unsere Art, wie wir jetzt kommunizieren, ist die Bildsprache eigentlich die meistgebrauchte Kommunikationsquelle, also Sprache, die auch weltweit verstanden wird. Ich bringe immer das familiäre Beispiel rein, weil ich finde, das kann man sehr schön dann auch auf das Business bringen. Ich
tausche Bilder aus mit meinen Enkelkindern, die nicht in Deutsch schreiben können, die in Norwegen leben. Die schicken mir Bilder über den Alltag. So hat sich das bei uns richtig aufgebaut. Die zeigen, die fotografieren auch Gegenstände und zeigen mir dann nur anhand der Gegenstände, was sie gerade tun. Wenn sie zum Schwimmen gehen, kriege ich ein Foto von Schwimmsachen. Also das ist unser einziges Kommunikationsmittel, was wir haben, außer Video natürlich oder mal telefonieren. Und so geht es uns ja eigentlich auch in digitalen Kommunikationsquellen, auch mit Unternehmen. Wenn du die Webseite aufmachst, du willst erstmal mit einem schönen Bild deinen Kunden einfangen und das muss lebendig sein. Wenn du da als Unternehmer so dastehst, wie man das früher so gewohnt ist, das zieht nicht mehr. Du musst mit dem Bild Emotionen übermitteln. Und das ist natürlich am besten in Action, wie das Gruppenfoto, was ich gezeigt habe, dass das auch ein bisschen diese Emotion ausstrahlt. Ist denn nicht auch erfreulicherweise eingetreten, dass die Menschen sich heute viel authentischer zeigen können? Also, dass man eben auch nicht mehr zum Friseur geht und zur, weiß ich nicht, zu Gott weiß welchen Dingen und zeigt, sagen wir mal, so Startfotos jetzt von der Webseite mal ausgenommen, ne? Die sind sicherlich noch ein bisschen stärker vorbereitet. Aber man ist ja heute dran gewöhnt, ich sage mal Stichwort Selfie, auch wenn ich das jetzt nicht so dolle finde, aber man ist ja dran gewöhnt, sich so zu zeigen, wie man ist, oder? Sollte man auch tun. Sollte man tun. Man sollte sich wirklich zeigen, wie man ist. Man sollte authentisch sein. Aber authentisch sein heißt nicht, dass man die Qualität vernachlässigt. Schon gar nicht als Unternehmer. Wir als Unternehmerin wir machen uns viel Gedanken über unser Corporate Identity, über unser Logo. Das muss alles passen. Das muss eine Einheit sein. Webseite dazu, Texte. Und das muss mit Bildern natürlich genauso sein. Die Bilder sind im Prinzip der I-Punkt. Du hast erst deine Webseite, du hast deinen Businessplan, du hast die Texte, was präsentierst du, gibst dir sehr viel Mühe und dann schließt der Rahmen sich mit der Visualisierung. Und das muss absolut authentisch sein, aber es muss auch wirklich der Qualität entsprechen von deinem Leistungsangebot. Es gibt ja auf TikTok, viele kennen den Kanal ja sicherlich auch schon, es gibt auf TikTok auch hier schon mittlerweile Unternehmer, die sich da ganz cool zeigen, auch wenn es nicht immer zu ihrem Business passt, aber die wollen die entsprechende Zielgruppe ansprechen. Die wollen natürlich mit jungen Leuten sprechen. Das kommt auch noch dazu, dass du schaust, die Qualität, wer bist du, was kannst du, was leistest du? Und wenn ein Kunde zu mir kommt, also ich bin ja auch Unternehmensfotograf, er sagt, ich möchte jetzt, dass die Kunden sehen, dass ich auch Qualität Wert lege. Und das siehst du an erster Stelle an der Frisur. Also Haare, du siehst es an der Kleidung. Die sitzen perfekt, die Haare. Danke. Du siehst es an der Kleidung und du siehst es auch an der Qualität der Fotografie. Ja. Das heißt, du sprichst ja jetzt halt über die Bildsprache, oder? Kann man das so sagen? Ist das der Aspekt? Weil du beschäftigst dich ja sehr, sehr viel damit, logischerweise, wenn man Fotos herstellt. Das ist ja jetzt mal so das eine, wenn ich sozusagen mit Unterstützung und unter Anleitung Fotos herstelle, mein Gott, meinetwegen für die Titelseite der Webseite. Was mache ich denn oder wie gehe ich denn mit diesen Gedanken um, wenn es um die ganz normalen Fotos geht, die ich vielleicht auf Instagram oder auf Facebook poste? Viele sagen ja, mein Gott, ich habe Falten oder ich schaue nicht so schön aus oder was kannst du denn da Ermutigendes nennen oder uns sagen? Das Erste ist, was gut wirkt, wenn du deine Webseite hast und du hast dich selber mit dem Bild, mit der Bildsprache auseinandergesetzt und hast es nicht nur jetzt von außen gekauft oder von Stockagenturen gekauft, sondern du hast wirklich auch selber mit dran gearbeitet, dass dein Inhalt, den du anbietest, was du erzählen möchtest, auch visualisiert wird. Dann hast du in deinem Unterbewusstsein auch schon ein Gefühl von, was passt, was nicht passt und bist dann auch in der Lage, wenn du mit der Smartphone-Fotografie gut umgehen kannst, das in dem Stil auch fortzusetzen. Ich nenne mal ein Beispiel, auf der Webseite sind zum Beispiel jetzt vielleicht nur Fotos mit Menschen, wo der Hintergrund komplett unscharf ist, wie man die schönen Porträts auch kennt, was ja auch das Smartphone mittlerweile kann. Das heißt, wenn das dein Stil ist, müsstest du den Stil auch in den sozialen Medien weiterführen. Oder du hast eine bestimmte Farbe, die zu deinem Leistungsangebot passt. Auch mit diesen Farben, dann solltest du jetzt nicht plötzlich
eine ganz andere Farbe vielleicht nehmen in den sozialen Medien. Das soll, diese Bildsprache muss eine Einheit sein, ein bisschen Wiedererkennungswert. Mhm. Ich habe ein Beispiel aus, das ist ein sehr nettes Beispiel. Ich gebe ja Workshops, Bildsprache entwickeln für Unternehmer oder Einzelcoaching. Und in einem Workshop hatte ich eine Unternehmerin, die sagt, ich wandere gerne, ich bin gerne im Grün, das bin ich. Und sie ist Kommunikationsexpertin, Marketing für technische Berufe, also viel mit Männern zu tun, im Ingenieurbereich zu tun. Und dann hat sie in dem Workshop ein Bildkonzept gemacht, was so aus dem Innersten kommt. Wir gehen da dann richtig in die Bildarbeit, wir schneiden, reißen Bilder aus Zeitschriften. Und herausgekommen ist ein ganz reduziertes Bildkonzept. Klare, einheitliche Bilder, reduziert, nicht viel drauf und ein bisschen blaulastig. Also sie hat aufgrund ihres Leistungsangebotes, das hat sie sich nochmal in ihrem Unterbewusstsein so vorgenommen, das erzählen wir uns dann auch gegenseitig im Workshop, aufgrund dessen hat sie im Unterbewusstsein mit ganz anderen Bildern gearbeitet. Und dann wurde das präsentiert und plötzlich war ihr Business da und nicht nur die Frau, die gerne wandern geht. Es ist hochspannend, also ich liebe das, weil in dem Moment, wenn wir uns erzählen, was machen wir, was können wir, und dann geht es an die Bildarbeit, das heißt Bilder aus Zeitschriften rausreißen und unsere Kriterien dann zuordnen, weil du weißt nicht, was rauskommt. Ist einfach ein kreativer Prozess, gell? Ist ein total spannender Prozess, und wenn dein Business stimmig ist, wenn das alles gut ist, du hast das alles schön auf der Reihe, ist auch dein Bildkonzept stimmig. Und daraus kann ich dann für Social Web schöpfen. Hast du denn noch jetzt mal so, ich frage einfach, weil mich das beschäftigt, hast du denn jetzt, wenn ich mich selber fotografiere oder wenn ich mich fotografieren lasse, gibt es da so ein oder zwei Tipps für mich? Also ich frage für eine Freundin. Die Herangehensweise, wie man da rangeht. Es ist sehr wichtig, um auch mit dem Fotografen oder der Fotografin ein Vorgespräch zu machen. Also das ist, ich kann sagen, wie meine Arbeitsweise ist, und viele Kollegen von mir machen das auch. Wenn jemand an mich herantritt und sagt, ich brauche Fotos, ist die erste Frage immer, für was brauchst du die Fotos? Entschuldige, jetzt habe ich mich falsch ausgedrückt, Simone. Ich habe jetzt keine professionelle Arbeit gemeint, weil da geht das aus, dass jeder Fachmann und jede Fachfrau soll selber sagen, wie sie es macht, ne? Also, sondern ich meine einfach so, wenn ich Selfie mache oder wenn ich zu meinem Mann sage, hier, fotografiere mich. Ja gut, dann kommen wir jetzt so ein bisschen in den technischen Bereich. Schau aufs Licht. Wenn ich mich jetzt hier drehe, wird das wahrscheinlich dunkler, weil ich habe schon darauf geachtet, dass im Licht sitze. Ich habe hier, ihr werdet lachen, ich mache nochmal ein Foto, das kann ich posten. Ich habe hier drei Kisten übereinander gestapelt, auf denen der Laptop steht, damit ich das Fensterlicht bekomme. Also es ist ganz wichtig, dass du dich dahin stellst, wo das Licht kommt. Kannst du dich jetzt nicht so ganz hinstellen, dann kannst du die Seite wahrscheinlich aufhellen. Das wäre noch okay. Mit Styropor natürlich, ne? Fotografie fängt immer im Baumarkt an. Aha, okay. Und, schau so ein bisschen, wir haben ja hier einen Weitwinkel drin in unserem Handy. Ja. Und das verzerrt oft, das ist das, was oben ist, was zuerst am Objektiv ist, breiter und größer erscheint als unten. Das hat man oft, dass der Kopf ganz groß ist bei Selfies und die Füße ganz klein. Das heißt, du musst die Kamera entsprechend einrichten. Könnt ihr das eigentlich ein bisschen sehen? Ich kann es gut sehen, ja. Ja, ich kann dich sehen. Ja. Jetzt bist du im Bild. Vorhin war dann dein Laptop im Bild. Nicht so, dann hat man so den Naseneffekt. Ja. Oder vielleicht dann so ganz, ganz leicht schräg von oben. Ah ja, aber auch nicht so. Nee, und das würde ich nicht machen, nicht für Business. Okay. Weil ich finde immer, und das habe ich auch aus der professionellen Fotografie, ich finde, der Kontakt auf Augenhöhe mit dem Betrachter ist wichtig. Mach dich als Unternehmerin visuell nicht klein. Ja. Sondern schau, dass du wirklich mit einem gewissen Selbstbewusstsein in die Kamera reinschaust. Nicht von unten nach oben, dass man so, ich kann es euch ja eigentlich auch hier mal so zeigen, dass man nicht diesen Blick hat, ja, ich schaue auf euch herab so. Okay. Das wollen wir auch nicht, aber auch nicht so, dass ich jetzt hier unten bin und zu euch aufschaue. Ja,
Wird deutlich, ich glaube, genau, wunderbar, Auch ja. nicht, wir sprechen ja wirklich über für Unternehmerinnen, für Ja. Business, nicht so. Also so. Nicht so. Aha, nicht niedlich. Nee, das ist privat. Ich sage nicht mal, das ist privat, sondern wirklich so, wie du bist, in die Kamera schauen. Das Wunderbar. ist natürlich auch dann die Person, die das Fotografieren auch instruieren. Ne? Tipp habe ich, wenn du es selber machen möchtest. Diese Front-Back-Kamera ist immer, hat eine größere Auflösung als die Selfie-Kamera hier oben. Ja, aha. Was ich mache, und da kommen wir wieder zu meinem Lieblingsteil. Ah, genau, das wäre nämlich gleich meine nächste Frage gewesen. Was für Technik muss denn sein an Accessoires? Genau. Genau, ich habe hier diesen Selfie-Stick, den ich immer bei mir habe. Viele kennen den auch schon, viele kaufen sich den dann auch. Finde ich ganz toll. Der hat eine Fernbedienung über Bluetooth und ich kann hier das auch auf ein Stativ stellen. So. Und dann kann man sich selber fotografieren mit der Selfie-Kamera. Wenn man das jetzt für Instagram macht, ist die Selfie-Kamera von der Auflösung her super, kein Problem. Was ich aber auch mache, wenn ich Fotos vielleicht mit einer größeren Auflösung brauche, stelle ich mir hier, wo ich jetzt bin, einen Spiegel hin. Und dann kann Wow. ich nämlich das Live-Bild im Spiegel sehen und kann mich dann noch so ein bisschen einrichten. Okay, aha. Ich Coole weiß nicht, Sache. ne? Und dann löse ich einfach aus mit der Fernbedienung, die über Bluetooth steuerbar ist. Und so Ja. fotografiere ich mich auch öfters mal bei der Arbeit, also Making-of-Fotos machen. Ah, Sich auch okay. mal bei im Prozess, in dem man gerade ist, das hinzustellen, wenn es am Schreibtisch ist oder egal, was man macht. Also auch mal von Weitem. Vielleicht, ein Tipp wäre auch noch andere Perspektiven. Also ich könnte jetzt ewig reden. Das habe ich mir jetzt gerade gedacht, aber ich kann das ja, ich kann das bei euch ja auch lernen in Kursen, die ihr jetzt ganz aktuell auch online anbietet. Magst du, kleiner Werbeblock, magst du ein bisschen was kurz sagen, was ich bei dir alles lernen kann? Ja, wir bieten Kurse an, grundsätzlich für Smartphone-Fotografie Basics. Das ist ein Abendkurs, der dauert auch nicht so lange. Wir haben für Social Media Marketing und für Content Manager, für Business, für Freelancer ist das ein Kurs, der heißt Smartphone-Fotografie für Business. Der dauert den ganzen Tag. Da decken wir auch die Themen ab, was man so braucht. Event-Fotografie, Porträtfotografie, bisschen Produktfotografie, also alles so, was vielleicht so ein allein Unternehmerin benötigt, um sich zu präsentieren. Wir haben Video mit dem Smartphone in verschiedenen Niveaus. Wir haben Kreativitätstechniken, weil als Solopreneur ist es auch manchmal schwierig, die eigenen Projekte gut kreativ durchzuplanen. Auch Feedback zu haben, gell, zu den Richtig. Ergebnissen, ne? Genau. Also find ich super, was ihr alles macht. Man kann das auf der smartfotoschule.de, kann ich mir das aktuelle Angebot anschauen, oder? Genau, ihr könnt ihr anschauen, wir sind gerade dabei, ein bisschen umzubauen. Das sind alle Workshops online. Und nächste Woche, ich denke mal Mitte nächste Woche, werden viele Workshops im Online-Angebot sein. Wir bauen gerade um auf der Webseite. Der erste Workshop Smartphone-Fotografie geht am Montag online, wird ausgeschrieben. Der kann also deutschlandweit auch gebucht werden. Es ist so, wir sind jetzt gerade dabei, die Inhalte auf Online-Workshops umzubauen. So, dass der Teilnehmer auch wirklich den gleichen Input bekommt und auch Zeit zum Üben hat, verändern wir eigentlich das Angebot. Für Also Video auch. Ne? es ist ja etwas, was uns alle im Moment beschäftigt und insofern finde ich das super klasse, bin schon ganz gespannt. Das heißt, es lohnt sich da einfach mal einen Blick reinzuwerfen auf die smartfotoschule.de. Sag mal, was gibt's noch so aus dem Buch etwas, was du uns vorlesen möchtest? Gibt's zum Schluss noch etwas, wo du sagst, Mensch, wenn ich eins noch sagen dürfte, dann wäre es dieses? Ja, ich habe noch etwas rausgesucht, mal was ganz anderes, wirklich was Spaß macht. Es ist jetzt ein bisschen eine technische Erklärung. Es geht um Doppelbelichtungen, was man mit dem Smartphone machen kann, das richtig
richtig schön ist. Aha. Vorher würde ich ganz gerne auch nochmal sagen, zum Üben und Kreativität, wir haben ja auch eine Facebook-Gruppe gegründet. Ach stimmt, bin ich ja selber auch drin. Liebe ja, ich habe mich ja da reingezerrt, genau. Und da geht so richtig wirklich der Bär ab. Also ich bin da so happy. Es geht einfach nicht um professionelle Fotografie und das gut können. Es geht darum, dass wir einfach mit unserem Handy unter dem Hashtag Fotografie at Home eine Woche lang immer eine Aufgabe üben. Man kann auch andere Aufgaben posten, das ist egal. Wir hatten letzte Woche nah ran. Da ist so viel entstanden, so viele schöne Fotos von Hamburg bis nach Österreich. Und da sind jetzt ganz viele Unternehmer, Unternehmerinnen drinnen, auch privat. Und ja, wir kommunizieren über Bilder. Entstanden ist das auch aus persönlichen Situationen, die viele auch haben. Ich habe das selber auch mal gehabt, als ich im Ausland lebte, eine persönliche Krise. Und da habe ich angefangen zu fotografieren. Da habe ich dann Fotografie studiert. Und deswegen habe ich mir so gedacht, jetzt zu diesen Zeiten, wir sprechen mal nicht über Corona, nicht über die Ängste, sondern wir versuchen einfach auch das mit dem Thema Fotografie einen Spaß zusammen zu haben. Mhm, absolut. Einfach auch in herausfordernden Zeiten. Ich sage immer, mein Ziel ist es, dass wir besser dastehen nach der Krise als vorher. Und ja, da tust du da sicherlich einen Beitrag dazu leisten. Lieben Dank. Wie heißt denn diese Facebook-Gruppe? Sag mal es doch nochmal, bitte. Geht bitte auf die Seite der die Smart-Fotoschule. Mhm. Und da gibt es dann den Link zur Gruppe. Die haben den gleichen Namen. Wunderbar. Sehr schön. Gut, dann sehen wir uns bald wieder in der Gruppe, gell? So. Genau. Du hattest ja auch schon so ein wunderbares Foto gepostet. Ja, so eine Ultranahaufnahme, aber ich musste die mit meinem Handy machen, weil ich keine, wie heißt dieses Ding, so eine Linse, gibt wohl Makrolinsen, ich muss nochmal nachlesen dazu, ne, was du da geschrieben hast. Ja. Aber, cooles Ding. Cooles, das ist unterschiedliche, das ist eine sehr, die hat mir eine Kollegin geschenkt und mit der bin ich sehr happy, weil die sehr stabil ist. Das habe ich auch in der Gruppe geschrieben. Ich werde auch nochmal in der Gruppe auf die einzelnen Fragen, die in der Woche immer entstanden sind, dann nochmal kompakt eingehen und Dinge erklären. Ne? Sehr schön. Gut. Als Tipp zum Abschluss habe ich für euch die Doppelbelichtung mitgebracht, weil ich das wahnsinnig liebe, weil da so die Kreativität rauskommt. Ich habe auch Kunden, eine Kundin, die ist Schriftstellerin und die arbeitet auch mit Jugendlichen, mit elternlosen Flüchtlingskindern, die macht mit denen solche Arbeiten, die machen ganz viel Doppelbelichtung, arbeiten sie auch mit Texten dazu. Also das kann auch mitunter sehr poetisch sein. Wow, aha, sehr schön. Deswegen sage ich auch, werf nicht alle Bilder weg, die du doof findest, sondern schau mal, ob du da nicht noch was draus machen kannst. Und ich habe es im Buch beschrieben, wenn sie zwei Bilder per Doppelbelichtung übereinander legen, werden die Bildelemente teilweise transparent und verschwimmen miteinander. Also sie verschmelzen zusammen. Dabei können ganz unterschiedliche Motive in einer Aufnahme zusammengefügt werden. Fahrzeuge, Gebäude, unterschiedliche Straßenzüge, Linien. Übereinander gelegt. Pflanzen werden plötzlich mit Wegen verbunden, Menschen stehen plötzlich im Wasser. Die Möglichkeiten sind grenzenlos und der Spaß am Experimentieren ist wirklich vorprogrammiert. Dafür gibt es verschiedene Apps. Wenn ihr mal schaut, Doppelbelichtung heißen die Apps, kann man gucken. Es gibt aber auch die App Snapseed, die kennen sehr viele, mit denen viele Bildbearbeitung machen. Die hat auch diese Funktion drin. Die habe ich dann beschrieben. Ich glaube, das geht jetzt zu sehr technisch ins Detail, aber ich habe mir die App aufgerufen und habe hier auch nochmal so ein Beispielbild reingemacht. Wow. Aha. Cool. Wie ich ein Stück Münchner Freiheit mit einem Odeonsplatz verschmolzen habe. Mhm. Sehr schön. Cool. Sehr, sehr schöne Sache. Und tatsächlich etwas, was die Kreativität anregen kann und auch anregen soll. Ja. Liebe Simone, dann sind wir auch schon wieder am Ende mit unserer Lesung hier. Also ganz herzlichen Dank, dass du dich da reingestürzt hast in dieses kleine Abenteuer und dass du so großzügig dein Wissen und deine Erfahrungen mit uns teilst, ob es jetzt hier in diesem Buchclub ist oder dann später auf Facebook in der Gruppe.
auf alle Fälle werden wir da, glaube ich, gemeinsam hier noch eine sehr gute, schöne Zeit haben. Darum geht's, trotz alledem zusammen eine schöne Zeit zu haben. Jawohl. Dann sage ich mal lieben Dank an dich, Simone. Ich grüße noch herzlich in die Runde der Zuschauerinnen und Zuschauer und freue mich, wenn wir uns bald mal wieder begegnen. Die live sehen, ne? Danke auch.